Hello. Everybody. Oh, we stopped? Yeah. Yes, hi. We're live. Hi, the gates. Molen is weg. So, wie sind in die Studio gekommen? Molen war nicht da. Ich glaube, dass er auf dem Toiletten ist. So, yeah. Wir machen das ein bisschen allein jetzt dann. Und, we're here. And we're interactive. Wir sind jetzt da bei Interaktiv. The fax is rolling. All und faxes. Hier kommen ja, andere deine Faxe an. In. So, we're gonna read all your faxes. Und wir werden alle eure Faxe vorlesen und eure Fragen beantworten. Und, Zuschauer zu Hause ein bisschen anrufen. And also now we're going to show you our clip, new clip of this. Und jetzt zeigen wir euch unseren Clip. Don't walk away. Yeah. Da sind wir schon. Hi, wie geht's dir? Gut, danke schön. Bitte, bitte. Du auch? Ach ja, ich weiß. Hektisch, hektisch. Ihr macht das alles alleine schon. Haben wir ja keine Probleme. Das neue Video, ein bisschen bunter als sonst, ne? Yeah. Bisschen cool, mehr Farbe. Ja, yeah, ist cool. Weil Benjamin das singt und er immer viel Farben anhat und ihn sehr komisch ist. Haben wir dieses Video für ihn gedreht. Ist das ein neuer Stil oder ist es einfach nur für das Lied jetzt so? Ja, es ist auch für den Sommer. De Sommer kommt wieder aan und wir sind alle sehr froh, dass de Forever Friends Tour da ist. So, to start the year in the right mood. Barbie mood. Ah, genau, das ist klasse. Und ihr kommt gerade von einer Promotion Tour. Wo wart ihr? We were in Hong Kong. Mhm. Wir waren in China, Hong Kong. Taiwan. Taiwan. Indonesia. Malaysia. In Malaysia. Singapore. In Singapur. Japan next und nächste Woche werden wir nach Japan gehen. Really nice. Ja, ist wirklich klasse, muss ich sagen. Sehr viel los. Wir sehen viele Fans, viele Freunde und es macht sehr viel Spaß. Ist es dort in Asien anders von den Fans jetzt oder treten die anders auf? Die Haare sind dunkel. Ja. Und besides that, nothing really. Nein, eigentlich nicht. Also abgesehen von der dunklen Haarfarbe kann man da keine Unterschiede feststellen. Und wir waren irgendwie 14 Stunden oder so, bis wir da waren. Und dann waren die ganzen Fans da und haben uns begrüßt. Das war wirklich super. Und der Rest der Gruppe, die lesen da ordentlich Faxen, wenn wir rüberschauen da. Und, schon was Gutes gefunden, Jungs. Ja, ich habe hier, lieber Mola, ich habe gehört, dass Bastian ständig eine goldene Kette um den Hals trägt, die er von einem Fan bekommen hat. Stimmt das? Viele Grüße an die Jungs mit einem dicken Schmutzer, was ist das? Schmatzerl. Ein Kuss. Ein Kuss, oh. An dich, Mülleken. Mülleken, ja. Das ist die Mülleken da. Diese Kette Tina hier. Und Andrea. Oh, it's this one. Hier, diese Kette ist das. It's a little... Hier ein kleines Kreuz hängt da dran und das stimmt, ich habe es von einem Fan bekommen und zwar von einem ganz besonderen Fan und zwar im Dezember. Ja und ich trage es immer noch, denn ich finde es ist ein ganz tolles Geschenk und wir sind immer sehr glücklich, wenn wir sowas geschenkt bekommen. Ich habe auch eine Fax von Ungarn. Ungarn ist das Ungarei? Ungarei? Ungarei. Ungarisch. Ungarisch habe ich eine Fax von bekommen. Wann kommt ihr wieder nach Ungarn? When are we gonna be in Hungary again? Good question. Good question. Gute Frage. Also, nächste Woche auf dieser super Show. Vielleicht, vielleicht mit der Forever Friends Tour. Ja. Ja, auch die, in die CDs sind dann drinnen. Wo ist die? Drinnen sind dann die Tourdaten. Ich weiß nicht of. Ich glaube, dass wir daar nog komen. Ja, natuurlijk. Ja, maar rüber. Was stimmt zu deinen Kompass? Wir mal rüber. Let's sit over there. Wow, Bastian. So, aber ich habe mich hier noch ein paar Spezialhose. Let's check them out. I've got a good one here. Okay. Ich habe hier auch einen Fax. Gehört, dass Bastian mit Heike zusammen ist. Oh, it's ja, stimmt das? It's a Bastian fax day, almost. Well. Heike. Hallo, Heike. I must say, I find Heike fantastic. Ich muss sagen, ich finde sie schon fantastisch. Sie ist sehr lustig, sie ist sehr hübsch, sie ist wirklich süß. Sie hat einen tollen Charakter, aber ich muss sagen, ich kann leider nichts sagen und ich muss leider zugeben, keine heiße Affäre. Ich habe hier auch noch einen Fax, also Jungs. Also will ich erstmal was einfach zu einem heutigen Fax beitragen. Sicher wird das über alle, zumindest die meisten Bands, erzählt, aber ich habe gehört, dass die Jungs oft ihre Beliebtheit bei den Mädchen ausnutzen und sie mit auf ihr Zimmer nehmen. Danach lassen sie diese wieder fallen, obwohl sie angeblich davor ihnen einige Versprechungen gemacht haben, zum Beispiel mit ihnen guten Kontakt zu halten. Ich hoffe, das ist nur ein dummes Gerücht. Knuddelgruß, Easy. Haben Sie das gehört? Ja. Hey, look at all these rumors. Also immer diese Gerüchte. Just need some time. For us,
Wir haben sehr viele Freunde unter den Fans, aber ich glaube nicht, dass wir irgendeinen Nutzen daraus ziehen, denn wir respektieren ja unsere Fans und wir würden so etwas niemals tun. Wir haben heute, dazu diesen Fakt kommen wir später. Was haben wir noch? Ich fasse kurz. Eloy soll bi sein, bisexuell. Bi? Ja. Ah. Stimmt das? Ich hoffe nicht. Bist du bi? Nein, ich bin nicht bi. Aber ich glaube, das für alle. Wo sind wir? Da. Für alle Leute, zu Hause, was du bist, das ist für niemand wichtig. Und hast ganz viel vrolijke Zeit in deinem Leben. Und das ist wichtig. Und was du bist, das ist dein eigene. Ja. Die Susi aus Offenbach, die gefragt hat, die möchte auch noch wissen, ob ihr vier an Geister glaubt. An Geister? Geister, Ghosts. Oh, Ghosts. Yes. Spirits and stuff. Yes, I do. Ja, auf jeden Fall. Yeah? Besonders Lee und Eloy, die sind sehr, sehr abergläubisch. Schon immer gewesen. I expect them to of making noises every time. I always thought Bas was a ghost. But... Und ich dachte eigentlich, Bastian ist ein Geist, aber war er dann wohl doch nicht. Da war noch eins. So. Benji, du bist dran. Oh God, I'm getting scared of these questions. Benji, it's your turn. Jede Nacht eine andere. It was gonna be a question like that. Das war ja wieder klar, dass so eine Frage kommt für mich. Warum? Also alles, was ich dazu sagen kann, ist, ich wünschte, es wäre wahr, aber es ist nicht wahr. Vielleicht eine andere... Andere Pyjama, Unterhose. I'm too busy at the moment. Also, es tut mir leid, ich habe viel zu tun. Was hatte ich noch? Ich hatte noch eins, das eigene von euch immer... Aber wer war das? Das ist jetzt weg, das Fax. Zumindest war es, ich glaube, war an Lee, dass du immer ein Kondom dabei hast. Und wenn ja, sollst du es zeigen. It's not true. I have not das stimmt nicht. Also ich habe jetzt keins dabei. Tut mir leid. Aber natürlich sollte man immer vorbereitet sein und man sollte nicht von dem anderen erwarten, dass er die Vorsichtsmaßnahmen trifft. Das ist natürlich richtig. Aber ich habe jetzt gerade keins dabei. Nein. Also ich habe doch nicht immer ein Kondom mit mir dabei. Lee, stimmt es, dass du Angst vor Pferden hast? No, that's me. Yeah. Ich habe Angst vor Pferden. I can ride horses as well. Ich kann zwar reiten, aber trotzdem, die sind so groß und ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, sie sollten alle einfach nur frei sein und sie laufen lassen. Ich liebe Pferde. So, hier kommt eins von Julia aus Kissenbrück und die möchte wissen, ob Ben nun am 23.08.68 oder am 23.08.72 geboren ist, weil die ist im Fanclub und die muss das wissen für ihr Runterladen. Also ich habe gerade noch eben abgewartet. No, I'm 71. Okay, okay. So, für alle unsere Zuschauer, die jetzt zu Hause vor dem Fernseher sitzen und jetzt denken, oh mein Gott, ich muss eine Frage stellen an Court in the Act. Das ist natürlich kein Problem, deswegen heißen wir auch interaktiv, weil wir interaktiv sind. Ihr müsst jetzt nur euer Telefon zur Hand nehmen, die Telefonnummer 0221-9564-770 wählen und dann... könnt ihr reden mit den vier Jungs von Court in Direct. Das ist null Problemo, allora, va bene. Also, Telefonhörer, va bene. So, also Telefonhörer, Anrufer. So, und dann kannst du sprechen mit Avia. Schauen uns in der Zwischenzeit nochmal einen Clip an. Und zwar kommt jetzt Court in the Act mit You Know. Bis gleich. Von euch, für euch so, wenn ihr so den Clip seht, den Clip, welcher liegt euch am meisten am Herzen? Was wollt euch dann jetzt so zu diesem Video durch spezifisch ein? Dass es ganz kalt war. Kalt? Wirklich kalt. Es war über 3 in die Ochtend, haben wir das draußen gemacht. Es war ganz kalt. Ja, it was. Really cold. Very cold. Yeah. Es war wirklich sehr, sehr kalt, aber auch romantisch, muss ich sagen. Und außerdem haben wir uns dann wieder ein bisschen aufwärmen können. Es war schon okay, also. Aber ich finde das Neue, das ist wirklich sehr bunt. Hello! Let's get back down first. Ja, also zurück auf den Boden der Tatsachen. Nein, aber es ist wirklich ein klasse Video, finde ich. Kleine Werbung, eigentlich das neue Video ist wirklich sehr gut, sehr. Und der Liedsänger ist ganz toll, schön gesungen. Ja. Ich habe hier eine Fax, muss ich mal fragen. Ja. Ich habe gehört, dass Eloy eine Augenoperation gehabt hat, weil er so schielt.
Hast du eine Augenoperation gehabt? Nein, das ist, ich bin so geboren. Die Augen sind noch... Wenn ich ein bisschen müde bin, dann geht es noch mehr. Und wenn ich ganz müde bin, ist das eine auch weg. Wir machen uns immer ein bisschen darüber lustig, aber das ist ja eigentlich nicht sehr nett, oder? Was meinst du? Ach, mir ist das eigentlich egal. Ich mache mir da nicht zu viele Gedanken. Das sieht bestimmt komisch aus, so anders. Aber wir haben draußen da auch ein paar Damen stehen. Ich weiß nicht genau, warum sie draußen stehen, aber es könnte was mit diesen vier jungen Herren zu tun haben. Und ich würde sagen, gucken wir mal raus, ne? So ein bisschen. Da draußen müsste an sich, kann man schon sehen, dass so diverse Damen sich da an das Viva-Gebäude drängen und das alles nur, weil Courtney in der Ecke drin ist. Die springen. Können sie nicht sehen? Die können dich nicht sehen. Gibt es Monitore da draußen? Also kommen jetzt alle da. Ja, die rennen. Ja, das ist live jetzt. Ja, die rennen jetzt hin und her. Hallo. I'm really sorry we're in. We have to do an interview. Es tut uns leid, dass wir jetzt hier drin sind, aber wir müssen ja nun mal ein Interview hier drin geben. Aber kommt doch einfach zu einer unserer Shows bei der Forever Friends Tour. Q ist in, wann ist Q? 18.15. 18.05. Oh, yeah, we were there last week. Genau, das war letzte Woche. War nett, doch. Wir haben einen Tag für die Tour. Ganz, von 8 in die Ochtend bis 8 in die Abend tanzen und tanzen und tanzen. Oh, tanzen. Also wir ganz super. Freuen uns ganz viel drauf. Ja. Gut geworden. It's gonna be really good. Ja, es wird wirklich eine super Tour werden. Really cool. Denn alle, wir haben sehr viel Action, wir haben Klavier auf der Bühne und wirklich, es wird eine tolle Show. I might do Don't Walk Away. Mal sehen. Also ich bin mal gespannt, was daraus wird. You run on for Don't Walk Away, you walk away. He calls me up every night and says, I'm so nervous. Er ruft mich jeden Abend an und sagt, oh Gott, ich bin so nervös. Also jeder sollte wirklich vorbeikommen und ihn trösten. Ein bisschen trösten und helfen, nicht? So, jetzt kommen wir zu den Telefonanrufen. Hallo, da war Bene. Der Erste in der Leitung ist... Hallo? Hallo. Wer bist du? Hallo, wer bist du? Hier ist Susanne aus Bad. Susanne, wie geht's dir? Gut. Schieß mal los mit deiner Frage. Ich wollte gerne mal wissen, was die Jungs gerne an sich ändern würden, wenn sie es könnten. Mich ändern. Hm? What we want to change about this thing? My nose, my face. Meine Nase, mein Gesicht, meine Haare, meine Ohren. Gehirntransplantation hilft dann nur noch beim Band wahrscheinlich. I think everybody should build in themselves. Ich glaube, jeder sollte erstmal darauf achten, dass man zu einer besseren Person wird, ein besserer Mensch wird, also auf den Charakter achten. Das ist wichtig. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf Eloys Augen mal eingeht, ich weiß nicht, so ist man doch nun mal geboren. Oh, Eloy, komm zurück. Nein, ich glaube, die Leute sollten so glücklich sein, wie sie sind. Das ist das drinnen? Ja, Seele. Das Innere ist eben wichtig. Außer sehen, das sieht man eine Minute und dann weißt du das schon. Und dann geht das natürlich über das Reden, das ist mir ganz wichtig. Yeah. So, das draußen geht schon gewöhnt. You wouldn't have time to get an operation anyway. Außerdem haben wir sowieso keine Zeit, uns operieren zu lassen. Das dauert viel zu lange. Also hat Eloy so viele Fans, da kann es ihm Schnurzpiep egal sein. Also die stört es auch nicht, mich stört es nicht, sie stört es, Eloy stört es nicht. Also Schnurzpiep egal. Susanne, ist damit deine Frage hinlänglich beantwortet? Ja. Ja, ne? Mhm. Dann noch einen schönen Tag noch, ne? Okay, ja, tschüss. Danke. Tschüss. So, kommen wir zum nächsten Anrufer. Hallo. Hallöchen. Alles Frauen, wer ist dort? Ja, meine Frage ist, was würdet ihr auf einer einsamen Insel mitnehmen? Dich. Ah, nein. Wie heißt du denn? Namir, gut. Wie viele Sachen können wir mitnehmen? Wie viele Sachen können Sie mitnehmen? Ist egal. Egal, oder nehme ich alles mit, was ich haben. Nee, sagen wir mal drei wichtige Sachen, die drei wichtigsten Sachen. Ja, genau. Für mich meine Musik, eine schöne CD von Mariah Carey, etwas zu essen und eine Ticket, um wieder zurück zu fliegen, ganz schnell. Zwei Tage ist gut, aber dann... That's not fair, that's like a cop-out. Das ist ja wohl jetzt nicht fair hier, dass man auch wieder zurück kann. Business class ticket, hello. Took me up 2 days. Bei dir? I think I'd like a nice bed. Ich glaube, ein nettes Bett würde ich mitnehmen. Ein bequemes Bett. Oh ja, that's true. No blankets. Nein, einfach nur das Bett. Food as well, like a und auch was zu essen. Vielleicht ein Kühlschrank. But no electric light. Yeah, a fridge that's battery operated or something. Also vielleicht einen batteriebetriebenen Kühlschrank oder so. Keine Ahnung. Things you want to take with you, Lee?
merkwürdige Sachen, die du mitnehmen willst. Ja, und hier die Typen, die hier neben mir sitzen. Instead of a fridge, we're like, change for... Ben, bei dir? You're third, fridge is second. Nein, erst mal ihr. Ich weiß nicht, ich glaube, mein CD-Player würde ich mitnehmen. Und dann auch ein Ladegerät, um immer Batterien zu haben. Und es ist da warm, es ist dort warm. Together. And I can borrow their CD then. So yeah, all right. Okay. I can borrow your fridge then. A microwave. Und vielleicht eine Mikrowelle, damit ich auch was Warmes zu essen habe. Und Bofrost, ein Abonnement, damit jemand vorbeikommt oder Eismann. And a telephone. Und ein Telefon. Ja gut, das Klärchen. So, dann weißt du, die nehmen sich selbst mit und alle haben, können dann unter Sachen Dinge austauschen. Na, mir, ne? Ich wollte noch dem Benjamin was ausrichten von meiner Freundin. Oh Gott, ja, ja gut. Meine Freundin meint, sie meint, dass der Benjamin eine sehr erotische Stimme hat. Wow. Alright! Gut, er hat's vernommen. Erotic voice, you have a erotic. Thank you. Thank you, baby. Wow. Vielen Dank. Call you back. Ciao, ne? Ja, tschüssi. No. Oh mein Gott. So, ihr habt schon eure Tour angeschnitten, nicht? Ne? Ja. Und die, auf die freut ihr euch, habt da viel vorbereitet, einen großen Sprung zur nächsten Tour. Wir haben dazu nämlich so eine, ja? Wir müssen auf den Clip, wir haben keine Zeit mehr. Trotzdem können wir, ja, jetzt mein, oh, sie ist jetzt die Zahl vorbei. Aber ihr kommt doch gleich wieder, kein Problem. Ja. Wir gucken uns eben schnell den Clip an, und zwar Courtney Jack mit My Arms Keep Missing You. Bis gleich. Yay. Und wer, wunderbar, wunderbar. Habt ihr irgendwelche Zukunftspläne? Zukunftspläne. Ja. Yeah. Zukunftspläne. Of course, you have the tour first. Ja klar, erstmal jetzt die Tour. Das war eine nähe Zukunft. Mhm. Und das neue Album kommt aus. Mhm. In drei Wochen auch nähe Zukunft. Mhm. Aber für die ganze Zukunft hoffe ich, dass wir noch viele Jahre kunnen machen, was wir jetzt machen. Mhm. Und, dass unsere Fans das schön finden, was wir machen, auch in die Zukunft noch. Yes. Und, das hoffen wir alle. Ja, yeah, I hope we get all the support from all the fans. Ja, wir hoffen, dass wir weiterhin die Unterstützung von unseren wir Fans bekommen. Ich habe eine Frage bekommen über Ungarn. Ungarn? Wir gehen Ende des Jahres vielleicht noch, ich glaube, dass wir dahin gehen dann. So, Ende des Jahres. Dann. Ort in die Ecke. Und danke für die Frage. In Ungarn. Ja. Doch ein paar Gerüchte über CITA. Stimmt es, dass Ben in Kapstadt eine Freundin gefunden hat? Da-dum. Da-dum. Nein. Also ich wollte einfach nur meine Ruhe haben in meinen Ferien und ich will jetzt nicht sagen, dass es niemals jemanden geben wird. Aber damals, nein, das stimmt nicht. Okay. Ich wollte einfach nur Urlaub. Zweite Frage von der Valerie Till aus München, aus Münden. Stimmt es, dass Eloy keine Lust mehr auf Court in the Act hat? Stimmt das, Eloy? Nein, was ich gesagt habe für die Zukunftspläne, habe ich... What? Okay. Is this true? No. Stimmt das etwa? Nein. Nein, I love what I'm doing. Ich freue mich ganz viel auf alles, was noch kommen soll. So, nein, ich bleibe bei Courtney. Wunderbar. Stimmt es, dass Ben früher ein richtiger Draufgänger war? Straight. What do you mean straightforward? Wie meinst du das jetzt? Ja, so also, wie es heißt, ne? Also, what do you mean? Draufgänger. Draufgänger. Ah, they call me the Draufgänger. Ich weiß auch nicht, wieso mich die alle immer Draufgänger nennen. Wieso fast? That's what they say. I mean, I don't know if it's true. Ich weiß nicht. Das sagen immer andere über mich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Guck mal, das ist auch ganz süßes Fax. Hallo, ihr vier Süßen. We wish you all the best for your future and career. Stay as you are. We love you. Ah, das ist yours, Daniela and Andrea. Ich möchte nice wohnen. Ja. Genau. Hey, danke. Gut. Daniela und Andrea, danke dir. Ja. Schönes zu machen. Also, wenn ihr Courtney Jack live sehen wollt, dann schaut einfach auf unseren Bildschirm. Jetzt da, wo wir drin sind, dann steht das nämlich alles da. Herne, Bielefeld, ne? Hannover am 6.5. Hamburg, Kiel, Bremen, Hanau, Ravensburg, Larsens. Am 15.5. in Fulda, am 16.5. in München und am 17.5. in Bayreuth. Ja, ne? Und noch tausend. Ansonsten könnt ihr auch auf die CD gucken. Wo ist die CD? Wo ist die CD? Hast du die CD wieder weg? Wo ist die CD? Hat ihr K.O. keine CD? Und da kommt eine CD geflogen. Wow. Alright, Mola. We get you later. So, aber so schaut die CD aus, ne? Hast du nicht gesehen? Picture Disc. Sieht schön hübsch aus, ne? Kannst du eine mal vernünftig geben? Danke. Ja. So. As you can see, the person made this hier kann the person man ja sehen, much, dass mein Kinn irgendwie nicht so gelungen ist. Ja, ne? Und hier mein Ohr kann man auch gar nicht sehen. Ich habe gesagt, das Ohr ist nicht so wichtig. It's not that important. Aber erzählt doch mal von dem Meet and Greet. Es gibt ein Meet and Greet.
On the 28th. Genau, am 28. In London. Werden wir ein Meet and Greet in London haben. Und dann wollen wir mal herausfinden, ob ihr Künstler seid und uns malen könnt. No, ihr müsst Kort indirekt, malen. Ich zeige jetzt mal hier ein Bild. So, wenn ihr so malen würdet, dann gewinnt ihr mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht. Das ist ein... Das war nicht so nett von dir, Maul. Das ist nett. Das hast du nicht aber nett gemeint. Denise kann sehr gut malen wahrscheinlich, aber sie hat es doch nur oft nur so schnell und eben gefaxt. Also schon richtig schön malen. Acht Jahre. Wenn du 8 Jahre alt bist, dann darf man sowas, Denise. Ja. 8 Jahre ist das gut. Wir finden das Pflanzen schön. Die Adresse, nicht die Adresse, um Gottes Willen. Denise, wir haben eine CD für dich. Ja. Wir sollen das Autogramm machen und dann soll Mola das absenden an dir. Genau, ja. Denise kriegt dafür. Ja, weil ich finde das ein super. Genau, ein Applaus aber für Mola Denise. Auch, gut haben. Ein Applaus für die Denise, okay. Genau. Okay, und hier Mola. Ist noch ein wunderbares Fax. Sending us this. Hi, so, die Adresse kennt ihr ja alle. Ihr müsst an uns schreiben und zwar an VivaTV Interaktiv und dann zum dem Stichwort Meet and Greet Caught in the Act. Postfach 320.000 in 50797 Köln. Der Rechtsweg hat sich beim Skifahren Bein gebrochen, ist also ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der? Wer weiß es? Einsendeschluss gibt es nicht. Aber mach das ganz schnell. Nicht der Einsendeschluss muss kurz vorher sein, wenn am 28.8. Also so schnell wie möglich lossenden, weil die besten Bilder werden so schnell wie möglich prämiert. Wir machen keinen Einsendeschluss am 28.8. Ist es soweit, also wenn ihr erst am 28. lossendet, dann kommt ihr nicht mit. Also ran an die Zeichentische und malen, was das Zeug hält. Damit ihr diesen wunderbaren Meet and Greet mit Kort und Jack gewinnt und dann nach London fliegt. Mit den 4 Schnuckis, ne? Das wird ja bestimmt lustig. Schnuckis. So, das war mal ein anderes Indie. Die war schon 4-mal jetzt bei uns, ne? Ja. Aber diesmal war so ziemlich das chaotischste und das lustigste, fand ich. Ja, fand auch ganz schön. Ja. Alles 1000 Fragen und Faxe und Dame am Tisch immer hier gesessen, war so ganz easy talk, ne? Okay, yes. Das wirst du bestimmt. Ihr kommt mit der nächsten Single wieder, das freut mich schon. Viel Erfolg noch auf der Tour. Dankeschön. Ja? Freut mich, dass ihr hier gewesen seid, ne? Okay, wir schauen uns noch ein Video von euch an, Jungs. Und die Jungs, ja, die wissen das mal hier so. Und zwar kommt jetzt noch Caught in the Act mit Let This Love Begin. Danach kommt noch ein Clip für die Claudius Wallenhorst und die wünscht sich Captain Jack mit Drill Instructor. Bye bye! Bye bye!